Crunchyroll, Leute, und heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr alle Twitch Prime Skins kostenlos bekommen könnt. Ich zeige euch erstmal, um welche Skins, Spitzhacken und Emotes es sich dreht, und dann erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst. Diesen Skin, den ihr jetzt hier seht, könnt ihr kostenlos bekommen. Es ist auch noch ein Emote dabei, das werde ich euch jetzt mal einblenden. Da seht ihr es, der Tanz geht ab und die Musik ist auch passend. Dazu gibt's noch die Spitzhacke, die ihr rechts an der Seite seht. Sieht aus wie so ein Klopfer und das Backpack als Backbling. Und wenn ihr das mit den Prime Skins noch nie gemacht habt, dann bekommt ihr sogar noch die zwei dazu. Hier ist sogar ein Gleiter dabei und diese rote Spitzhacke und die zwei Skins. Die sind die letzte Zeit irgendwie auch immer seltener geworden. Ich sehe sie nicht mehr so oft. Und jetzt zur Erklärung, wie ihr die alle kostenlos bekommen könnt. Also es gibt zwei Wege, wie ihr diese Skins bekommen könnt. Was ganz wichtig ist, ihr braucht unbedingt Amazon Prime. Aber es gibt zwei Wege, um das zu bekommen. Also entweder aus eurer Familie hat es irgendjemand, euer Vater oder irgendein Freund oder was weiß ich. Und dann holt ihr euch einfach den Account und verbindet den mit eurem Twitch-Account. Ihr müsst euch ganz wichtig noch einen Twitch-Account machen, Leute. Ich habe jetzt hier schon einen Account, da streame ich sehr oft drauf. Und da geht ihr einfach hier bei Einstellungen, gibt es hier ein Tab, der heißt Verbindungen. Also ihr müsst unter Einstellungen und dann auf Verbindungen, den habe ich jetzt hier schon verbunden. Und wenn dieser Amazon-Account Twitch Prime hat, dann könnt ihr das ganz einfach verbinden und euch dann wieder auf der Startseite hier oben seht ihr Prime Loot. Und dann geht ihr einfach hier auf neues Prime Loot und geht ein bisschen runter und hier sind dann schon die Skins. Ich habe die jetzt hier schon hinzugefügt, die habe ich ja schon. Und dieser neue Skin, den Emote und die Spitzhacke könnt ihr euch da auch holen. Das wird dann ganz oben sein, dieser Prime Loot. Da müsst ihr dann einfach auf hinzufügen gehen und das war eben die Variante, wenn ihr eh schon Amazon Prime Account habt. Jetzt kommen wir zu kostenlosen. Und wenn ihr diese kostenlose Variante nehmen wollt, wo ihr allerdings eine Zahlungsmethode benötigt, irgendein Bankkonto oder so mit dem Amazon Konto verknüpft, müsst ihr auf Twitch gehen und dann startet ein kostenloses Probeabo. Draufklicken und ihr könnt hier weitermachen. 30 Tage die freie Version sozusagen und danach, also ich würde es direkt wieder kündigen dann. Und den Link zu dieser 30-tägigen Amazon Prime Testversion findet ihr ganz oben in der Beschreibung. Weil danach kostet es eben was und dann könnt ihr euch die Skins holen und es wieder kündigen, dann habt ihr das. Danach werdet ihr weitergeleitet und müsst euren Twitch-Account mit dem Amazon-Account verlinken. Das lädt dann kurz und dann nochmal bestätigen. Und danach seid ihr verlinkt, Leute. Dann könnt ihr euch den Loot als nächstes holen. Ihr werdet anschließend wieder zu Twitch zurückgeleitet und könnt euch hier direkt euren Loot holen, Leute. Zack, geschafft. Und damit Fortnite überhaupt weiß, welchen Account sie die Skins geben sollen, müsst ihr jetzt noch den Epic Games Account verknüpfen. Dazu geht ihr ganz einfach auf die Seite von Epic Games. Einfach in Google Epic Games eingeben und dann auf den ersten Link drauf gehen, Leute. Dann seid ihr auf der Epic Games Seite, geht oben rechts bei eurem Profil auf Konto. Und dann könnt ihr eure Verbindungen bei verbundenen Konten einsehen. Da seht ihr schon Twitch verknüpft. Die PlayStation-Spieler können dann noch PlayStation-Konten verknüpfen. Und dann habt ihr sozusagen die Skins, wenn ihr euch das nächste Mal im Spiel anmeldet. So Leute, und das verlange ich jetzt wirklich von niemandem. Aber wenn ihr jetzt eh schon diesen Twitch Prime-Account verbunden habt, dann habt ihr immer noch ein kostenloses Abo bei Twitch so gesehen. Jeden Monat einmal. Und dann habe ich hier auch einen Twitch-Channel, der ist Crunchyroll. Und dann könnt ihr einfach hier auf Abonnieren gehen und auf kostenlos abonnieren gehen. Da müsst ihr quasi nichts zahlen und habt sogar die ganzen Emotes und alles mögliche von mir. Hier die ganzen Emotes habt ihr dann. Und ja, wäre einfach korrekt, Leute. Da bekomme ich auch auf jeden Fall ein bisschen Support. Und wie gesagt, Leute, ich verlange nichts. Ich hoffe wirklich, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen helfen, diese legendären Skins in Fortnite zu bekommen. Ich habe es echt so gut wie möglich versucht, euch zu erklären. Ihr könnt gerne kostenlos Abo da lassen und die Glocke anmachen. Und seid dann immer auf dem neuesten Stand zu Updates und Herausforderungen in Season 4. Es kommen hier Challenges, wie man schnell besser in Fortnite wird. Und einfach aktuelle Neuigkeiten. Heute kommt noch ein Video über ein großes Geheimnis seit dem neuesten Update. Freut euch drauf, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, euer Crunchyroll. Oh yeah.